Ich hatte mich auf diesem Kanal ja schon sehr kritisch mit dem Thema der Aktienrente beschäftigt. Diesem Thema hat sich jetzt auch der YouTube-Kanal Mission Money angenommen, der zuletzt ein ziemlich gutes Interview mit Heiner Flassbeck veröffentlicht hatte. Was hier zur Aktienrente gesagt werden wird, das schauen wir uns nun zusammen an. Kreisen oder generell in der Parteienlandschaft recht dünn gesät ist. Das haben wir natürlich oft schon hier besprochen, natürlich vor allem in Interviews. Aber was ich an dummes Zeug in den letzten Tagen und vor allem in der letzten Woche gelesen habe über die Aktienrente oder generell die Aktie als Geldanlage, das ist schon wirklich sehr, sehr viel Schmarren gewesen. Das ist völlig egal, ob das so populistischer Nonsens à la Wagenknecht ist oder... Populistischer Neu. Okay, da, ich habe mir das Video vorher noch nicht angesehen, aber schon dieses Framing am Anfang. Schon dieses Framing. Aktien als Geldanlage generell und Aktienrente, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ob man über Makroökonomie redet, über die Finanzierung der Rente einer gesamten Volkswirtschaft, oder ob man darüber redet, dass eine Einzelperson für ihre Altersvorsorge etwas anspart. Eine Einzelperson, die kann natürlich Geld in Aktien anlegen, ohne dass das großen Effekt auf die Volkswirtschaft hat, beziehungsweise ohne dass sie sich darüber Gedanken machen müsste. Aber wenn alle etwas machen, wenn die Haushalte einer gesamten Volkswirtschaft ihre Sparquote erhöhen, dann hat das völlig andere Auswirkungen. Wenn die Leute nämlich ihre Sparquote erhöhen, also massenweise auf Aktien setzen, dann senken sie ihren Konsum. Das bedeutet, die Unternehmen müssen weniger Produkte herstellen, die Unternehmen haben weniger Nachfrage. Das heißt, die Unternehmen senken ihre Produktion. Das heißt, das Einkommen der nächsten Periode fällt geringer aus und der Wert der Aktien sinkt. Das berühmte Sparparadoxon von Keynes. Das ist, ja, wie gesagt, das ist so ziemlich der bekannteste Fall, wo Mikroökonomie und Makroökonomie sich fundamental widersprechen. Einfach die mikroökonomische Betrachtung, ich erhöhe meine Ersparnisse, also steigt der Wert meiner Ersparnisse. Mag auf kleiner Ebene richtig sein. Aber wenn alle Haushalte so etwas versuchen, ihre Ersparnisse zu erhöhen, dann senken die Haushalte insgesamt ihren Konsum, was wiederum die verkaufte Menge von Produkten der Unternehmen und damit den Gewinn der Unternehmen senkt, was wiederum den Wert des Kapitalstocks, also den Wert der Unternehmen senkt, was wiederum dafür sorgt, dass der Wert des Ersparten sinkt, obwohl mehr gespart wird. Wie gesagt, Sparparadoxon. Also deswegen darf man diese zwei Ebenen, Betrachtung eines einzigen Haushalts, der vielleicht ein bisschen was in Aktien investiert, und Betrachtung einer gesamten Volkswirtschaft nicht vermischen. Und das macht er hier schon in der Einleitung, was ja zu sehr viel Unfug führen kann. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht angesehen, da werden wir jetzt noch drauf eingehen. Eben von der Linken, wir haben mal hier was eingeblendet mit Casino, Rente und so weiter und so fort. Da war schon sehr viel Schmarrn dabei und das Schlimme ist, es bleibt alles ziemlich unwidersprochen. Jetzt kann man an Lindners Aktienrente oder dem Generationenkapital natürlich einiges kritisieren, hinterfragen und analysieren. Natürlich kommt das alles viel zu spät. Natürlich ist das alles viel zu klein. Nein, es kommt nicht zu spät. Ja, das Video kann ich definitiv lauter machen. Nein, aber es kommt nicht zu spät. Was ist das? Und es ist auch nicht zu klein. Also ich glaube, ich muss erstmal erklären, wie Lindners Generationenkapital funktioniert. Der Staat nimmt zusätzliche Staatsschulden auf, er gibt zusätzliche Anleihen raus und er spekuliert darauf, dass die Rendite der Aktien höher ist als die Zinsen, die er auf Fremdkapital zahlen muss. Das ist eine Zockerei, die kann gut gehen, die kann aber auch nicht gut gehen. Wer davon auf jeden Fall profitieren wird, also wie gesagt, ob die Rentenkasse davon profitiert, ist völlig spekulativ. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wer davon auf jeden Fall profitiert, das sind die Banken, die dem Staat die Staatsanleihen abkaufen. Die Banken aus der Bietergruppe Bundesemissionen. Und dann sind dann solche Namen wie Morgan Stanley, JP Morgan oder die Deutsche Bank zu finden. Also das Finanzkapital macht fette Profite auf unser aller Kosten. Und ja, ob das für die Rentenkasse irgendwas bringt, das ist hochspekulativ. Also der Staat, der zockt hier einfach mit geliehenem Geld. Wie gesagt, ist gar kein Problem. Der Staat hat ein Währungsmonopol. Das kann er machen, ohne dass das großen Schaden anrichtet. Aber warum ist der Staat dafür da, um Finanzkapitalisten zusätzliche risikolose Profite zu generieren? Wenn der Staat schon Schulden aufnimmt, kann er das Geld nicht direkt an die Rentner geben? Muss er dann doch diesen Weg über die Finanzmärkte gehen, damit zig andere Finanzinstitutionen daran mitverdienen können? Also muss das sein? Kann man das Geld, wie gesagt, nicht direkt den Rentner geben? Einfache Antwort, ja, das könnte man, aber dann würden die Banken, die dem Staat diese Staatsanleihen abkaufen, wesentlich weniger Gewinne machen. Dimensioniert und natürlich kann man auch über die Kreditfinanzierung. Nein, das ist, also ich glaube, ihr checkt es nicht. Die Zockerei ist, dass man darauf spekuliert, dass die Eigenkapitalrendite über der Fremdkapitalrendite liegt. Das ist hier die Spekulation. Also
Ich weiß gar nicht, warum einige im Chat so allergisch auf dieses Wort Spekulation reagieren. Kapitalistisches Wirtschaften ist immer ein Stück weit Spekulation. Das ist völlig normal in unserem Wirtschaftssystem. Naja, zumindest mal nachdenken oder sie hinterfragen, ob man das gut findet oder nicht, das mit Staatsschulden zu regeln. Aber andererseits kann man natürlich auch mal sagen, es ist immerhin mal ein erster Schritt hin zum Thema kapitalgedeckte Rente und vielleicht hilft es dabei, die in den kommenden... Nein, es ist kein erster Schritt. Sorry, dass ich jetzt so häufig unterbreche, aber das ist schon sehr viel manipulatives Framing. Es ist kein erster Schritt. Der erste Schritt war die Riester-Rente. Also damals hat Gerhard Schröder die gesetzliche Rente um rund ein Viertel gekürzt und eine, ja, kapitalgedeckte Altersvorsorge eingeführt, die großen Versicherungskonzerne riesige Profite beschert hat. Geschätzt ein Viertel jedes in die Riester-Rente gesteckten Euros landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Also, was soll man dazu sagen? Das war kapitalgedeckte Altersvorsorge, aber kapitalgedeckte Altersvorsorge zum Nachteil der Rentner und zum Profit einer sehr, sehr kleinen Finanzelite, bestehend aus Leuten wie Carsten Maschmeyer. Jahren größer werdende Rentenlücke irgendwie einigermaßen im Griff zu halten. Wie gesagt, so müsste man das doch eigentlich mal sehen. Das gilt natürlich nicht für alle linksgläubigen Menschen, für die wir Aktionäre ja alle von Haus aus böse. Bullshit, hat niemand behauptet. Also ihr merkt's, hier kommen wieder dumme Unterstellungen. Es geht darum, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes nicht sparen kann. Und das ist keine Behauptung irgendwelcher linksgläubigen Menschen, das ist reine Logik. Also eine geschlossene Volkswirtschaft als Ganzes kann nicht sparen. Eine Volkswirtschaft lebt immer aus ihrer aktuellen Produktion. Das heißt, diese Vorstellung, wir würden jetzt Geld zur Seite legen und dann von unseren Ersparnissen zehren, die ist völliger Quatsch. Also die heutige Gesellschaft lebt von der Produktion, die von den jetzigen Arbeitern hergestellt wird, und die Gesellschaft in 50 Jahren, die wird von der Produktion leben, die die Arbeiter dann in 50 Jahren herstellen. Ob wir da jetzt ein paar Milliarden oder 100 Milliarden auf der hohen Kante haben in Form eines Aktienportfolios, ist völlig irrelevant für die reale Produktion. Die Frage ist nur, wenn wir da so eine Finanzzockereien, Spekulationen, Finanzzaubereien, nennt es wie ihr wollt, kapitalgedeckte Altersvorsorge, was ein bisschen bescheuerter Begriff ist, aber nennt es wie ihr wollt. Wenn wir auf jeden Fall Geld an die Finanzmärkte anlegen, dann ist die Frage, wer profitiert davon? Und wenn wir Staatsschulden aufnehmen, also Anleihen an die Bietergruppe Bundesemissionen verkaufen. Wer profitiert davon? Na, die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemissionen gehören. Also die großen Banken, die profitieren von so einem Generationenkapital, wie es die FDP gerade vorantreibt. Also das ist überhaupt nicht die Frage von so einer ideologischen Diskussion. Neoliberale Aktienbefürworter gegen linke Aktiengegner, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, wer profitiert von einer konkreten Maßnahme? Wenn man zusätzliche Staatsanleihen ausgibt und mit diesen Staatsanleihen dann erstmal irgendwelche Vermögenstitel kauft, dann profitieren offensichtlich die Banken, die Zinsen auf diese Staatsanleihen kassieren. Also die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemission gehören. Also, was soll man dazu sagen? Also, das wird hier völlig ausgeblendet und es wird so eine absurde Dichotomie aufgebaut, um sich nicht mit den inhaltlichen Argumenten beschäftigen zu müssen. Davon gehe ich jedenfalls aus. Wie gesagt, ich hatte mir das Video vorher noch nicht angeschaut, aber es geht schon sehr in die Richtung. Diese kriminelle Schlingel sind, die alle anderen Menschen ausbeuten. Stellvertretend für den ganzen faktenfreien Bullshit, der in den letzten Tagen... Was heißt Fakten? Okay, ich komme jetzt nicht mit verschiedenen Definitionen von Ausbeutung, aber würde zu weit führen. Dazu geschrieben wurde, nehmen wir mal Ulrike Herrmann, blenden es gerade mal ein, okay. Der teure Unsinn Aktienrente. Wie gesagt, es gab ziemlich viele dümmliche Raubtier-Kapitalismus-Wortspielereien von ganz vielen Leuten. Die könnten wir jetzt alle reinpacken, aber dann wird dieses Video hier erstens ziemlich lang und mein Puls geht auch hier steht schon investieren. Das ist schon das Erste, was mich stört. Bei Aktienrente, da wird nichts investiert. Investieren bezeichnet das Tätigen einer Investition. Also das bedeutet, ein Unternehmen baut beispielsweise eine Fabrik. Wenn man Schulden aufnimmt und sich damit irgendwelche Vermögenswerte kauft, also schon bestehende Anteile an Unternehmen kauft, also nichts Neues investiert, sondern nur sein Vermögen umschichtet, dann ist das keine Investition, sondern, wie gesagt, wir können es jetzt neutral Vermögensumschichtung nennen oder Spekulation oder wie auch immer, aber keine Investition. Investition ist, wenn ein Unternehmen Geld investiert, um damit, um Produktionsanlagen zu errichten, um dann damit Waren herzustellen und die dann zu verkaufen. Also das ist eine Investition. Investition heißt nicht, dass man irgendwelche Vermögenswerte kauft.
ziemlich weit nach oben. Und ihr wisst ja, Papi ist nicht mehr der Allerjüngste. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal, Frau Herrmann, wie gesagt, stellvertretend für die anderen Bullshit-Aussagen zur Brust. Das Schlimme ist, ich habe mittlerweile herausgefunden oder erfahren im Zuge dessen, dass Frau Herrmann tatsächlich eine Bankausbildung hat. Heißt, sie sollte es eigentlich besser wissen. Aber blenden wir hier mal die nächste oder erste Aussage ein. Leider hat der Plan von Lindner in diesem Fall Schwächen. Das stimmt. Aber erstens, wenn der Staat in die Aktienmärkte drängt, werden die Papiere automatisch teurer. Davon profitieren natürlich die bösen Reichen, die diese Aktien besitzen. Nein, nicht die bösen Reichen, sondern das... Also was soll dieses moralisierende Framing? Also ich kann es nicht fassen, dass ich jetzt Ulrike Herrmann verteidige. Die Frau redet ansonsten sehr viel dummes Zeug, aber in dem Punkt hat sie recht. Dadurch, dass der Staat Aktien investiert, werden Vermögenspreisblasen aufgebläht und dann davon profitieren natürlich die Leute, die aktuell die Aktien besitzen. Das ist doch keine Frage. Und da 99% der Bevölkerung keinen relevanten Anteil an Produktionsmitteln besitzen, profitiert davon nur das oberste Prozent und der Großteil der Bevölkerung fällt hinten runter. Also was soll man dazu sagen? Es ist also ein Subventionsprogramm für Wohlhabende. Ja, das stimmt natürlich, wenn man 12 Milliarden im Jahr, investieren möchte, so wie wir das mit dem Generationenkapital am Anfang passiert, soll ja dann sukzessive steigen. Aber wenn man das investiert in 2, 3 kleine Werte, dann wird man die in die Höhe pushen. Ansonsten ist das natürlich absoluter Nonsens. Ich habe spaßeshalber mal nachgeschaut. Gestern ging von Nvidia, wir kennen und lieben sie alle, die Aktie, 62 Millionen Stücke knapp um, macht ein Handelsvolumen von 52 Milliarden Dollar. Gott. An einem Tag mit nur einer Aktie. Also an den Finanzmärkten findet ein Vielfaches von dem Handel statt, was jeder Vermögenswert wert ist. Einfach weil da Hochfrequenzhandel dabei ist. Einfach weil da Trading dabei ist, wo Leute an einem Tag eine Aktie kaufen und sie dann gleich wieder abstoßen. Wenn der Staat Aktien kauft und die auf Jahrzehnte hinaus hält, natürlich verringert er dann das Angebot. Also, was ist das hier für ein dummes Argument? Sorry. Also, man kann sich angucken, wie viele Aktien sind insgesamt im Umlauf und wie viel hält der Staat dann? Wie stark wird das die Preise eventuell verzerren? Aber nicht, wie viel wird da an einem Tag gehandelt? Wie gesagt, da hast du durch Hochfrequenzhandel natürlich einen viel, viel höheren Wert und kannst dann sagen, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, was der Staat da macht. Aber der Staat macht eben keinen Hochfrequenzhandel. Der Staat kauft das und hält das dann für mehrere Jahrzehnte. Nee, nicht zuhören, ehe man dazwischen labert. Das ist eine völlig absurde Logik, die hier angeführt wird. Ja, da hätten die 12 Milliarden mit Sicherheit für völlige Kurskapriolen gesorgt. Insgesamt, laut übrigens deutscher Börse, war das Handelsvolumen im vergangenen Jahr bei 1,2 Billionen Euro. Ja, da haben wir natürlich die bösen Reichen richtig extra reich gemacht. Also was soll schon wieder, ihr merkt, ich unterbreche die ganze Zeit, aber dieses ganze moralisierende Framing. Also bisher hat noch nicht einer gesagt, die Reichen seien böse, die Reichen hätten irgendwas moralisch falsch gemacht, sondern das ist das Framing, was hier jetzt die ganze Zeit von Mission Money völlig unnötigerweise reingebracht wird. Also das ist, ja, das ist höchst manipulativ und das dient dazu, um dem Gegner eine Moralisierung zu unterstellen, die man aber selber vornimmt. Und die Armen damit noch ärmer, wenn wir 12 Milliarden im Jahr investieren, global. So, und dann blenden wir gleich die nächste Aussage von Ulrike Herrmann in der Taz ein. Zweitens schreibt sie, die Rentner hingegen profitieren fast gar nicht von diesem Aktienfonds, denn das Geld soll ja in die Aktien fließen, ja natürlich, nicht in die Renten. An die Alten würden nur die Gewinne des Fonds ausgestattet, was ein mickriger Prozentsatz der Gesamtsumme wäre, so Ulrike Herrmann. Ja, das ist ja auch der Sinn der Übung einer kapitalgedeckten Rente im Gegensatz zum Generationenkapital. Sollte man meinen, dass das Geld investiert bleibt, Zinseszins und so weiter und so fort, sollte man ja irgendwie nutzen können, ne? Ja, Zinseszins. Worauf müssen denn Zinsen gezahlt werden? Auf die Staatsanleihen. Aktuell langfristige Staatsanleihen, Zinssatz von etwa 4%. Das ist sportlich, dass Aktien so eine Rendite langfristig einfahren wollen. Ich weiß, jetzt kommen wieder die ewigen Statistiken. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die durchschnittliche Rendite von Aktien 7-8%, wenn du in den westlichen Industrieländern investiert hast. Aber nur weil es in der Vergangenheit so war, heißt das nicht, dass es sich in der Zukunft fortsetzen muss. Wenn man da Zeiträume zur Zwischenkriegszeit reinnimmt, dann hat man über viele, viele Jahrzehnte langfristig negative Renditen mit Aktien. Also es ist völlig spekulativ, ob die Rendite von Aktien über diesen 4%, die auf langlaufende Staatsanleihen gezahlt werden müssen, bleibt. Wie gesagt, es ist eine Spekulation, die kann aufgehen, die kann aber auch nicht aufgehen. Das heißt, ob das für die Rentner am Ende ein Plus- oder Minusgeschäft wird, ist völlig offen.
weiß kein Mensch. Und wer behauptet, das zu wissen, wer behauptet, sich hier sicher zu sein, also der hat ja entweder wahrsagerische Fähigkeiten oder eine große Klappe. Und wer davon auf jeden Fall profitiert, das ist der zentrale Punkt, das sind die Banken, die dem Staat die Staatsanleihen abkaufen. Das sind die Banken, die hier die Zinsen kassieren. Das ist das Finanzkapital. Also das Finanzkapital profitiert hier von so einem riesigen Geldumlaufwälzmaschine, von so einer riesigen Geldumwälzung, die völlig unnötig wäre. Man könnte einfach Staatsanleihen ausgeben und den Rentnern das Geld direkt geben. Dann hätte man viel kleinere Summen, man müsste darauf auch ein bisschen Zinsen zahlen, ist in unserem aktuellen System so, müsste man Staatsfinanzierung anders gestalten, anderes Thema, aber man könnte das Geld den Rentnern einfach direkt geben. Man müsste nicht diesen Umweg über die Finanzmärkte gehen. Also wenn man Schulden machen will und davon die Renten finanzieren will, okay, dann gebt den Rentnern das Geld direkt. Dann macht nicht diesen komischen Umweg über die Aktien, von denen ihr nicht wisst, ob das überhaupt Plus oder Minus bringt, sondern gebt den Rentnern das Geld einfach direkt. Dann sind die Summen, die da bewegt werden, auch viel, viel kleiner. Also, aber ich weiß schon, warum man das nicht direkt machen will. Das liegt nicht daran, dass man da vom Zinseszinseffekt profitieren will. Also wie gesagt, völlig spekulativ, ob es diese Wette eine für ein gut oder schlecht ausgeht, sondern das liegt daran, dass man die Finanzkonzerne reich machen will. Dass man JP Morgan, Goldman Sachs und der Deutschen Bank üppige Gewinne bescheren will. Daran liegt das. Das liegt nicht daran, dass man irgendwas für die Rentner tun will. Deswegen macht das Sinn. Außerdem ist das ja auch nur eine zusätzliche Säule, die eine Rentenlücke kleiner machen soll. Ist ja auch erst ein erster Schritt. Aber jetzt kommt mein Lieblingstotschläger-Argument aller antikapitalistischen Irrläufer. Und das heißt natürlich, die Finanzmärkte sind sehr volatil und gelegentlich kommt es zu Crashs. Dann wäre vom Fonds kaum etwas übrig. Lindner stellt sich daher vor, dass der Staat eventuelle Verluste ausgleicht. Wenn aber der Staat sowieso im Zweifel einspringen muss, kann man auch gleich bei der gesetzlichen Rente bleiben. So in dem Fall weiter Ulrike Herrmann in der Taz. Das Schlimme daran ist, es gibt nun wirklich sehr, 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 sehr viele Untersuchungen und Studien sehr langfristiger Art zum Kapital. Sehr langfristiger Art. Umfassen Sie den Zeitraum von vor dem Ersten Weltkrieg? Das ist die einzige Frage, die ich hier stellen würde. Beginnen diese Studien vor dem Ersten Weltkrieg? Wenn sie nach dem Zweiten beginnen, dann ist das selektive Auswahl des Zeitraums und dann können sie in die Tonne gekloppt werden. Also wir hatten in den letzten 70 Jahren sehr, sehr gute Bedingungen für die Finanzmärkte. Wir hatten zuerst in der Zeit des Bretton Woods-Systems sehr hohe Wachstumsraten und dann mit Einführung des Neoliberalismus eine extreme Ausweitung der Finanzmärkte, eine extreme Aufblähung der Finanzmärkte, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Finanzmärkte temporär höhere Renditen erzielen konnten als die Realwirtschaft, was langfristig nie der Fall sein kann, aus rein logischen Gründen. Gesamtwirtschaftlich gibt es keine Rendite, gesamtwirtschaftlich gibt es nur Wachstum. Wenn die Finanzmärkte sich einen übergroßen Anteil an diesem Wachstum sichern wollen, dann wird ihr Anteil in der Wirtschaftsleistung langfristig immer weiter steigen und das kann nicht Ewigkeiten gut gehen. Also Neoliberale machen zuerst eine Politik, die dafür sorgt, dass die Finanzmärkte auf Kosten der Realwirtschaft extrem ausgeweitet werden, dass die Kapitalseite auf Kosten der Arbeiterseite extrem bevorzugt wird, dass die Renditen dort höher ausfallen als das Wirtschaftswachstum. Dass also die Kapitalisten immer reicher werden und die Arbeiter im Verhältnis dazu immer weiter abschmieren. Und dann nutzen sie die Ergebnisse dieser Politik, nämlich die hohen Renditen an den Finanzmärkten, um eine weitere Aufblähung der Finanzmärkte zu rechtfertigen. Beispielsweise, indem man die gesetzlichen Renten an den Finanzmärkten anlegt. Also das muss man sich mal vorstellen. Man macht erst eine Politik, die Finanzmärkte bevorzugt. Und dann sagt man, ach Mensch, die Finanzmärkte, denen geht's doch so gut, lass uns die noch weiter bevorzugen. Also was ist das für eine absurde Argumentation? Kapitalmarkt, ihr wisst das natürlich, ich auch, sowohl was langfristige Renditen angeht, was Crashs angeht, wie lange es gedauert hat, bis die wieder aufgeholt wurden und so weiter und so fort. Das hätte eigentlich auch mal mittlerweile auch bei jedem Linkspopulisten angekommen sein müssen, dass diese Argumente einfach Bullshit sind. Man muss es in diesem Fall... Nein, sind sie nicht. Also was ist mit den deutschen Auslandsvermögen nach dem Ersten Weltkrieg passiert? Sie wurden von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs einkassiert. Sie wurden beschlagnahmt. Sie waren weg. Also wenn Deutschland da irgendwelche Vermögenssicherungssysteme für die Zukunft aufgebaut hätte, so beispielsweise wenn Deutschland sein Rentensystem da auf ausländischen Aktien aufgebaut hätte, dann wäre das Geld weg gewesen. Also stellt euch mal vor, wir legen jetzt ein Fünftel des deutschen, also dieses Generationenkapitals in China an. Ist bei Chinas Anteil in der globalen Wirtschaftsleistung sehr, sehr realistischer Wert, 20%. Dann wären, wenn wir dann Wirtschaftskrieg gegen China beginnen und chinesische Aktien hier wertlos wären, dann wären 20% dieses Generationenkapitals weg. Also
Was sollen wir da machen? Die Renten kürzen oder dann doch noch mehr Staatsschulden aufnehmen, um diesen Verlust wieder auszugleichen und das Rentenniveau aufrechtzuerhalten? Also warum setzt man sich solch völlig unnötigen Risiken aus? Risiken, die bestehen. Nur weil wir in den letzten 70 Jahren immer weitergehende Globalisierung hatten, immer weiteren Siegeszug des Neoliberalismus, immer dereguliertere Finanzmärkte und immer weniger Konflikte zwischen den Staaten, heißt das nicht, dass sich das so fortsetzen wird. Wir sehen gerade, wie es einen brutalen Wirtschaftskrieg mit Russland gibt und Wirtschaftskriege mit anderen, noch wichtigeren Nationen, die drohen in Zukunft. Also diese Annahme, dass diese liberale Weltordnung, die in den letzten Jahrzehnten in jeden Winkel der Welt vorgedrungen ist und jedes Land dem Willen der globalen Finanzmärkte unterworfen hat, dass die sich fortsetzt, das ist ja lineares Denken, was sehr, sehr gefährlich ist, wenn man darauf die Sicherheit unseres Rentensystems begründen will. Also sagen, nehmen wir das aktuelle 20% sind absolut doch 20, also wenn du es wirklich nach der Wirtschaftsleistung gewichtest. China ist für ungefähr ein Sechstel der globalen Wirtschaftsleistung verantwortlich. Bald vielleicht für ein bisschen mehr, die Wachstumsraten in China sind ja höher als im Rest der Welt, also bald wird China sogar noch wichtiger sein. Also das ist absolut realistisch. Und wenn du es nach Marktkapitalisierung gewichtest, kannst du machen, dann hast du die USA vollkommen übergewichtet, da die USA den wohl aufgeblähtesten Finanzmarkt der Welt haben. Also die USA, die sind sogar, wenn nur noch Wirtschaftsleistung geht, sogar noch irrelevanter als China, aber die haben einen dermaßen aufgeblähten Aktienmarkt, dass die ein so riesiges Übergewicht hätten, dass, also wenn du es wirklich nach Marktkapitalisierung machen würdest, dass unsere Rente dann extrem gefährdet wäre. Also das wäre noch bescheuerter. Also wie gesagt, ich halte davon sowieso nichts. Ich halte auch von dieser naiven Annahme, dass die Globalisierung, dass die Deregulierung der Finanzmärkte immer weitergeht, dass es zu keinen großen Wirtschaftskriegen kommt, auf der all seine Berechnungen hier basieren, halte ich für vollkommen unrealistisch. Der UBS, wenn man global in Aktien investiert hätte, kommt man in den vergangenen 120 Jahren auf eine Durchschnittsrendite von 5,1% waren es, glaube ich, und zwar nach Abzug der Inflation. Schöne Grüße. Ja, selbstverständlich nach Abzug der Inflation. Aber gut, wir haben 4% Zinsen auf die Staatsanleihen. Okay, können wir jetzt noch die Inflation von abziehen? 5,1% hatten wir jetzt in den letzten 100 Jahren. 120 Jahren, hat er gesagt. Jetzt müssen wir uns die Studie der UBS im Detail ansehen. Denn, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine extrem starke Aufblähung der Finanzmärkte erlebt. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Wachstumsraten sehr, sehr hoch waren, da kann das tatsächlich passen. Da kann das tatsächlich passen mit diesen hohen Renditen. Da war das Wirtschaftswachstum entsprechend hoch. Da hätte man aber mit dem gesetzlichen Rentensystem dieselben Renditen erzielt. An die ganze linke Fraktion. Und natürlich war die längste Phase, die es gedauert hat, um seinen Einsatz nach einem Crash zurückbekommen, 16 Jahre, nicht irgendwie 30 Jahre aufwärts, die es braucht, damit Aktieninvestments sinnvoll sind. Auch diese Aussage habe ich die letzten Jahre gelesen. 16, und das war das absolute Worst-Case-Szenario. Eigentlich müsste man den ganzen Kasper... Wie gesagt, die Studie von der UBS, die müsste ich mir angucken. Wenn man in Deutschland im Jahr 1910 in Auslandsaktien investiert hätte, dann hätte es nicht 16 Jahre gedauert, dann hätte es auch nicht 100 Jahre gedauert, dann hätte man nach 10 Jahren Totalverlust erlebt und wäre pleite gewesen. Also dann wäre es das gewesen. Dann hätte man so und so viele Jahre warten können oder nicht warten können, es wäre egal gewesen. Einfach weil die alliierten Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg die Aktien enteignet hätten. Also ja, wie gesagt, die Studie, die hätte ich gerne gesehen. Das ist nämlich von Land zu Land unterschiedlich. Da werden solche politischen Schocks, ich weiß nicht, ob die rausgerechnet wurden, aber diese 16 Jahre, die hören sich absolut unrealistisch an, wenn man sich solche historischen Extremfälle, die ja da auch eingerechnet sein müssten in diese 16 Jahre, wenn man sich die mal anschaut. Lass mal unser Interview mit Bernd Raffelhüschen aus dem vergangenen Jahr. Bernd Raffelhüschen ist ein... ich möchte jetzt nicht beleidigend werden. Er sitzt in zig Aufsichtsräten von Versicherungen und hat den Deutschen erzählt, wie gut die Riester-Rente sei. Und was ist passiert? Die Riester-Rente wurde eingeführt. Bernd Raffelhüschen, einer der Top-Profiteure davon, das ist ein Lobbyist der Versicherungsindustrie. Also da braucht man nichts zu sagen. Natürlich macht der Propaganda für eine kapitalgedeckte Altersversicherung. Habe ich auf meinem Erstkanal übrigens schon mal ein Video zu gemacht. Also
Empfehlung an dieser Stelle, geht auf meinen Erstkanal, schaut euch da die zig Videos an, wo ich mich schon mit der Aktienrente beschäftigt habe. Dieses Thema regt mich sowieso auf, also den ganzen Unsinn, den er uns hier gerade erzählt hat, den habe ich im Öffentlich-Rechtlichen in noch schlimmerer Form auch schon zigfach gehört. Vorlegen, da haben wir ja auch länger über den norwegischen Staatsfonds beispielsweise gesprochen. Den hat er damals nämlich mitentwickelt als Uniprofessor in Norwegen und hat das recht schön dargestellt. Ja, er hat auch die Riester-Rente mit propagiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle er da genau gespielt hat, aber die hat er auch bei der Tagesschau verteidigt. Wie gesagt, schaut auf meinem Erstkanal vorbei, da habe ich da schon ein Video zugebracht. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Der durchschnittliche Norweger freut sich nämlich wahnsinnig, wenn es mal richtig scheppert an der Börse, denn da kauft der Fonds nach und zwar muss er das auch. Warum kann Norwegen das machen? Weil Norwegen riesige Leistungsbilanzüberschüsse macht, weil es so große Ölverkäufe hat. Deutschland bzw. andere Industrieländer können das nicht machen, weil sie solche Leistungsbilanzüberschüsse nicht haben bzw. gar nicht haben sollten. Also Deutschland hatte jetzt 20 Jahre Leistungsbilanzüberschüsse, das ist aber der Dysfunktionalität der Eurozone zu verdanken. Also diese Leistungsbilanzüberschüsse haben die Euro-Krise mit ausgelöst. Die sind ein Zeichen einer extrem schwach laufenden Binnenwirtschaft. Deutschland ist eben kein Rohstoffland, sondern Deutschland ist ein Land, in dem die Löhne viel zu schwach gestiegen sind und wo man dementsprechend durch Konsumzurückhaltung im Inland, durch eine Schädigung des Binnenmarktes und durch Lohndumping Wettbewerbsvorteile gegenüber unseren Handelspartnern uns ergaunern konnte. Also das ist doch kein nachhaltiges Wachstumsmodell. Und darauf jetzt unsere Renten zu gründen, also wie gesagt, bald, das wird, also entweder, wenn es nicht zum Zerbrechen der Eurozone führt, so wird es von Seiten anderer großer Wirtschaftsräume bald zu protektionistischen Gegenreaktionen kommen. Also die US-Regierung unter Donald Trump, die hat uns mal einen Vorgeschmack darauf gegeben, wohin so eine Handelspolitik, wie sie Länder wie Deutschland, die Schweiz, Japan oder die Niederlande gemacht haben, führen können. Die wird zu protektionistischen Gegenreaktionen führen. Also Leistungsbilanzüberschüsse sind kein nachhaltiges Wachstumsmodell. Wie gesagt, das funktioniert in Norwegen, weil gerade einer im Chat fragt, weil die so riesige Leistungsbilanzüberschüsse haben. Das ist, in Norwegen kann das haben, die sind ein Rohstoffland, weil die haben nochmal eine besondere Wirtschaftsstruktur, aber wie gesagt, Leistungsbilanzüberschüsse, wenn einer Überschüsse hat, dann muss der andere Defizite machen. Und wenn Deutschland seine Überschüsse noch weiter steigern soll, Leistungsbilanz ausgewogen hat, ist klar anzustreben. Aber wenn ihr jetzt sagt, Deutschland soll Geld zurücklegen und Aktienrente machen, ja, dann müssen wir unsere Leistungsbilanzüberschüsse noch weiter steigern, wenn wir unser Nettovermögen gegenüber dem Ausland steigern wollen. Und wenn wir das machen wollen, dann müsst ihr mir die Frage beantworten, wer soll sich verschulden? Also ist jetzt auch meine Frage an Bisch Money, wer soll sich verschulden? Ganz einfache Frage. Die Griechen, die Italiener, die Spanier? Die Amerikaner, ich glaube, Trump wird sich bedanken, wenn wir ihm sagen, hey, er macht doch noch ein bisschen mehr Defizite. Wir wollen uns hier jetzt nicht nur unsere aktuelle Industrie mit Leistungsbilanzüberschüssen über Wasser halten, sondern wir wollen davon auch noch unsere Rente finanzieren. Also da werden die Amerikaner sagen, schönen Dank auch. Also jetzt beginnen wir wirklich mal einen Handelskrieg gegen euch. Auch regelbasiert sozusagen und dadurch ist er antizyklisch, ja. Oder die BRICS, die fordern schon seit 10 Jahren... seit ihrer Gründung eigentlich schon eine Reform des globalen Handelssystems. Die werden uns auch einen Vogel zeigen, wenn wir zu denen sagen, macht mal bitte Leistungsbilanzdefizite, damit wir hier von unseren Überschüssen unsere Rente finanzieren können. Also das ist doch kein Modell, um unsere Rente zu finanzieren. Das ist albern. Es ist komplett albern, sich auf diesem Niveau zu bewegen. Frau Herrmann, wollte ich euch sagen, das ist leider geil. Die Frage ist natürlich, wie man diesen faktenfreien Irrsinn begegnet. Natürlich muss man immer wieder drüber sprechen und gebetsmühlenartig Fakten auf den Tisch bringen, wenn mal wieder irgendeiner wildes Zeug über Turbokapitalismus in Form von Aktien redet. Weiß auch nicht so recht, ob es das alleine bringt, wahrscheinlich nicht. So einfach wird es nicht sein. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie kriegen wir die Gut, dann sage ich es dir jetzt, ich schreibe es jetzt nicht in die Kommentare. Niemand hat was gegen private Aktienanleger. Legt so viel Geld in Aktien an, wie ihr wollt. Von mir aus nehmt sogar Privatschulden auf und legt das Geld in Aktien an. Das Risiko müsst ihr dann ja tragen, mir egal. Aber macht mit eurem privaten Vermögen, was ihr wollt, das interessiert mich nicht. Nur lasst unsere gesetzliche Rente in Ruhe. Hört auf, euer privates Sparverhalten hier in kameralistischer Manier auf die gesamte Volkswirtschaft übertragen zu wollen. Das ist ökonomisches Denken aus dem 18. Jahrhundert. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Damit schädigt ihr nur unsere Volkswirtschaft, wenn ihr sowas versucht. Also mehr will ich gar nicht. Lasst unsere gesetzliche Rente in Ruhe und macht mit eurem privaten Geld, was ihr wollt. Ich glaube, Finanzbildung muss irgendwie auch in die Schulen rein. Vielleicht braucht es da mal eine Online-Petition. Ja, Finanzbildung. Also nicht das, was Mission Money hier macht, sondern wirklich Beschäftigung mit ökonomischer Theorie.
dann sich damit ein bisschen beschäftigt, dann wird einem klar, dass das hier, wie gesagt, Kameralismus ist. Also wie kann der Staat möglichst seine Einnahmen steigern? Also da kommen dann solche absurden Spekulationen, obwohl darauf ist noch kein Volkswirt aus dem 18. Jahrhundert gekommen, weil das damals noch nicht so einfach ging mit auf solche Spekulationen. Aber diese Überlegung, der Staat, das einzige Ziel des Staates ist es, einen positiven Einnahmeüberschuss zu erzielen. Und wie können wir durch protektionistische Maßnahmen, durch kluge Lohnpolitik, durch kluge Investitionspolitik jetzt dafür sorgen, dass wir insgesamt einen Überschuss machen, also dass der Staatssektor immer einen Überschuss erzielt. Das bedeutet meistens halt auch einen Leistungsbilanzüberschuss. Die privaten Haushalte sparen nun mal. Das heißt, irgendwer muss das Sparverhalten der privaten Haushalte ausgleichen. Und das ist dann normalerweise das Ausland. Das heißt, Kameralismus, das ist, wer den Begriff nicht kennt, das wird dem Merkantilismus zugeordnet. Ist eine der Strömungen da drin. Merkantilismus war ja ein Sammelbegriff, der von Adam Smith geprägt wurde. Aber das ist letztendlich dieses Denken. Wie kann die Rentenversicherung irgendwie durch Aktienkäufe, die mit Schulden finanziert werden, plus machen? Also das ist kameralistisches Denken. Das, wie gesagt, völlig hat nichts mit moderner Makroökonomie zu tun, ist völlig am Thema vorbei, trägt nichts zur Sicherheit unserer Renten bei und profitieren tut von diesem ganzen Firlefanz letztlich das Finanzkapital. Profitieren tun davon einige wenige große Banken. Aber wahrscheinlich ist das auch eher ein Windmühlenkampf. Es gibt ja hier und da in Deutschland, Hamburg beispielsweise, kenne ich eines, ein Schulprojekt, das ganz ordentlich unterwegs ist. Aber ansonsten ist ziemlich essig, wenn ich jetzt beispielsweise bei meinen Kindern sehe, was in so einer bayerischen Gymnasium da im Fach Wirtschaft gelehrt wird, würde ich sagen, dann ist klar, warum es so viele Lücken gibt im Thema Finanzbildung. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, Finanzbildung, also ökonomische Theorie. Also Finanzbildung heißt, dass die Kinder beispielsweise Geschichte des ökonomischen Denkens näher gebracht kriegen. Also dass sie, ja, auch Hayek, auch die ganzen neoliberalen Ökonomen, auch die ganz alten Ökonomen, auch die hier anscheinend hochgeschätzten Kameralisten und Bullionisten und wie die nämlich noch alle hießen, die Denkschulen, die es damals alle gab, die hier bei Mission Money groß hochgehalten werden, dass sie die auch nahegebracht bekommen, aber dass sie dann selber entscheiden können, was halten sie für am glaubwürdigsten. Und ich würde sagen, modernere Ansätze wie der Keynesianismus haben da die besseren Argumente auf ihrer Seite. Wie wir das Thema anpacken können, damit so ein Schwachsinn aufhört. Ja, so ein Schwachsinn wie die Leugnung des McEnroe-Theorems. Bevor wir uns jetzt allzu sehr aufregen, sprechen wir lieber über das Markt. Okay, schade, das war das Thema. Stimmt, das McEnroe-Theorem, das hatte ich noch nicht erklärt. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Also hatte ich vorhin schon erklärt, hatte ich noch nicht benannt bei dem Namen. McEnroe-Theorem ist nach dem deutschen Ökonomen Gerhard McEnroe bekannt. Der hat wichtige Schriften geliefert, die schließlich zur deutschen Rentenreform 1957 führten, also zur Einführung des umlagegeführten umlagenfinanzierten Rentensystems, welches die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung gekoppelt hat. Wenn man die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung koppelt, so wie das beim umlagefinanzierten Rentensystem der Fall ist, dann sorgt man dafür, dass die Rentner entsprechend dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt beteiligt werden, solange die Löhne entsprechend der Produktivität angehoben werden. Das heißt, wenn sich an die goldene Lohnregel gehalten wird, wenn die Arbeiter immer an der Produktivitätsentwicklung beteiligt werden, so wie es optimalerweise in einer Marktwirtschaft sein sollte, dann werden das automatisch auch die Rentner. Deswegen haben wir ein sehr, sehr gutes Rentensystem. Bei einer vernünftigen Lohnpolitik und einer Stabilisierung des Rentenniveaus kommt am Ende auch eine zufriedenstellende Rente heraus, die Altersarmut effektiv verhindert. Gerhard Schröder hat dieses Rentensystem dann zusammengestutzt und das hat zu einer drastischen Senkung der Renten geführt. Wie gesagt, das hat er gemacht, um Riester attraktiver zu machen, damit sich ein paar Versicherungskonzerne bereichern konnten. In Österreich hat man diesen ganzen Unsinn nicht gemacht. Da dient die Rente tatsächlich dazu, dass Leute im Alter nicht in Armut leben. Dort hat der Durchschnittsrentner rund 800 Euro mehr. Und da hat man sowohl auf diesen Aktienunsinn als auch auf den Riester-Unsinn als auch auf so alle anderen neoliberalen Schwachsinnsideen verzichtet und hat einfach dafür gesorgt, dass die Rentner ja umlagefinanziert von den aktuellen Arbeitern finanziert werden, so wie das in einem vernünftigen System sowieso immer der Fall ist. Also diese Idee, wir könnten hier irgendwie Geld in einen Sparstrumpf legen wie ein privater Haushalt und dann irgendwann später davon leben, das ist sowieso Schwachsinn, denn jede Volkswirtschaft immer von der aktuellen Produktion denkt. Wie gesagt, McEnroe-Theorem habe ich jetzt schon häufig genug erklärt, aber das war ja mal wieder gar nichts. Also ich hatte nach dem letzten Interview mit Heiner Flassbeck Mission Money total gelobt.
Ja, jetzt wieder der übliche Unsinn, den ich aus dieser Ecke schon, na, was heißt aus dieser Ecke? Wie gesagt, den Kanal verfolge ich ja gar nicht so aktiv, aber ja, von solchen, ja, liberalen Kanälen schon immer wieder gehört habe. Ist schade, dann auch noch dieses ganze manipulative Framing, dieses Unterstellen von Moralisierungen gegenüber der anderen Seite, die gar nicht vorgenommen wurden. Ja, also Vermeidung einer sachlichen Argumentation und einfach nur Beschimpfung und Unterstellung gegenüber dem Gegenüber. Ich weiß nicht, was das soll. Naja.